Ja, servus YouTube und herzlich willkommen bei den Warriors. Heute möchten wir euch Ash vorstellen und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem folgenden Video. Kommen wir zur passiven Fähigkeit von Ash. Wenn Ash sich nicht im Kampf befindet, lädt sie einen Crit-Schuss auf, der bei 100% crittet. Aktiviert Ash ihr Q-Spell, verlangsamt sie das getroffene Ziel. Jeder Schuss kostet Mana. Bei den W-Spellen schießt sie eine Salve in einer kegelförmigen Form ab und verlangsamt alle getroffenen Ziele. Bei dem E-Spell schießt sie einen Pfeil an einen ausgewählten Ort, verursacht keinen Schaden, deckt aber Gegner auf. Die passive Fähigkeit vom E-Spell ist, dass sie pro getötete Einheit extra Gold bekommt. Kommen wir zum R-Spell, also der Ulti von Ash. Aktiviert man dieses, schießt sie einen großen Eisfall. Trifft sie ein Ziel, erleiden alle Einheiten um das getroffene Ziel Schaden. Zusätzlich wird das getroffene Ziel gestunt. Ja, jetzt noch zu den Kombos von Ash. Ja, es gibt eigentlich an sich zwei simple Kombos. Die erste wäre halt natürlich den Gegner hart down zu bursten. Und falls er flasht oder irgendwie halt flüchten kann, vielleicht ist das gar nichts und er kann jumpen oder so, dass man die Ulti hinterher schießt und somit halt er gestunt wird und schon mal verhindert ist, dass er halt weiter flüchten kann und man noch eine Chance hat hinzulaufen. Zweite Möglichkeit ist, wenn man natürlich schon sehr stark ist, gut gefeedet oder halt gerade 0-0 steht und alles gut am Farm war und jetzt man einfach mal einen Kill raus möchte, man kommt auf die Lane, wenn man dann die Ulti trifft und dann den Gegner einfach so schnell wie möglich downburstet. Ihr seht hier auch, geht sehr schnell. Ja, ich bin auch stark entequipped im Moment, aber ist halt auch eine gute Möglichkeit. Sagst du dazu oder kennst du noch irgendeine gute Kombi, Kevin? Ja, was ich halt nur anmerken möchte, ist, wenn man halt drauf geht, immer die Q aktivieren. Ja, das nie vergessen, denn die Q ist ein sehr guter Schaden- und Slowmacher. Und ist auch eine starke, hat auch eine starke Passive einfach durch dieses extra Gold. Also das, nein, heißt, das ist die E. Ja, stimmt, die E. Selbst wenn ihr kein Farm rausholt, ihr kriegt, wenn ihr keinen Kill rausholt, ihr habt, wenn ihr denselben Farm habt, einen leichten Vorteil. Hier schon bei den Meisterschaften und Runen angelangt für Ash. Und hier seht ihr unserer Meinung nach die optimalen Runen und Meisterschaften für Ash. Hier zu sehen ist das Itembild und die Standard Summoner Spells für ADC, wie auch der Skill Guide für Ash. Ja, jetzt zum Schluss hier noch das Fazit. Und das ist einfach starke ADC, vor allem, man weiß halt auch immer, wenn man einen Grid-Hit hat. So ähnlich wie bei Caitlyn, kann ihn meistens dann auch versuchen, auf den Gegner zu hauen. Mit der Ulti kann man sogar oft nochmal geil den Kill zu retten oder holen. Zum Beispiel, wenn auf der Top-Lane wirklich ein Gegner low wegkommt, wenn man einfach denkt, ach, der ist jetzt down alles. Dann kann man da einfach mal auf gut Glück die Ulti hochschießen, wenn man es ja jetzt nicht aufbewahren möchte. Und kann damit wirklich einen Kill oft rausholen, was meistens geil ist. Man freut sich auch natürlich über jede Ulti, die trifft. Und ja, Fazit ist halt echt. Ash ist eine ADC. Sie ist langsam, sie muss halt gucken, wie sie entkommt. Sie hat halt jetzt keine so Fähigkeit, dass es sich schneller machen kann. Oder über irgendeine Walljump wie Grace oder Lucian. Dafür hat sie aber einfach einen Stun durch die Ulti, den W-Slow und den Q-Slow, was einfach unheimlich effektiv ist, wenn man Gegner nachlaufen will oder wenn man, wenn man halt echt ihn direkt flüchten will. Das heißt, ich will jetzt hier wegrennen, er hat mehr Leben. Okay, er ist schneller, dann slow ich ihn. Dann hat er aber weniger Möglichkeiten, also jetzt nicht so wie ich stehe ja hier jetzt nicht auf Smartcast.
Dann slow ich ihn und er kommt mir einfach nicht mehr hinterher. Und ich habe ja die Möglichkeit, eigentlich konstant fast mit der Q zu slowen. Sie kostet nämlich, ein Schuss kostet 8 Mana, aber die sind wirklich schnell ja wieder hergestellt. Also, es gibt immer noch eine Möglichkeit, immer noch eine Q drauf zu hauen, kurz, wenn man wirklich Attack Speed da hat und dadurch wieder den Gegner zu verlangsamen. Ja. Was sagst du noch? Du bist hier der Main ADC, du hast Ash gemeint, du kennst dich mit der aus. Du bist der Profi von Ash. Ja, wie Hermann schon erwähnt hat, Season 3 war Ash mein Main ADC. Ja, erste Negativen, was ich sagen will, ist halt, was Hermann auch schon erwähnt hat, die hat einfach keinen Escape Skill. Das heißt einfach, du hast einfach keine Fähigkeit, wo du sagst, okay, komm, kannst einfach über die Wand rutschen oder. Weiß ich nicht, sowas hat sie leider nicht, aber dafür hat sie echt hohen Kill-Potenzial mit ihrer Ulti und den ganzen Slows. Ja. Und das war's eigentlich schon zu Ash und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht schaut ihr bei uns an 1 vs 1 ein oder vielleicht auch bei uns an Rank Games, Duo, Solo oder 3 und 3. Oder ihr seid nächsten Samstag wieder da, wenn wir euch wieder den nächsten Champ vorstellen. Blitzcrank.